Ich habe mich fast erschrocken wegen Gewitter. Wo das gewesen ist. So, jetzt müssen wir wieder durch die komplette Landschaft rennen. Slane hat ganz schön Ärger mit dem Admiral. Und weiter? Was geschieht jetzt? Slane will uns zu seinem Blutopfer Deutsch führen. Er soll sich auf einer anderen Insel befinden. Das hört sich doch gut an. Ja, aber ohne Schiffsausrüstung kann er nicht ablegen. Dann beeil dich und besorg den Kram. Ich will hier keine Wurzeln schlagen. Wieso ich eigentlich immer? Garcia, der vierte Kapitän, hat wohl gute Kontakte bei der Inquisition. Wenn wir ihn finden wollen, sollten wir zurück nach Caldera fahren. Sag mir einfach Bescheid, wenn wir unseren Kurs ändern sollen. Okay. Können wir denn überhaupt von hier weg? Ist die Frage, ne? Ja. Und dann sagt ihr, nee. Hey, Rick! Der alte Mac wartet auf seine Lieferung. Ach ja, ich habe ihn total vergessen. Ich werde die Sache sofort erledigen. Lass mal gut sein, ich mach das schon. Wirklich? Das ist nett, Sir. Hier sind seine wöchentlichen Rationen. Und sag ihm, es wird nicht wieder vorkommen. Mach ich. Das glaubt ihr dir aber nicht. Ich, ja. Hab da vielleicht was für dich. Mhm. Was soll das? Ich will nicht, dass er meine Nee. In einer Grotte im Nordosten soll ein Schatz vergraben sein. Was? Wirklich? Das ist genau das, was ich wissen wollte. Ich danke dir. Da muss ich mich beeilen. Hoffentlich hat ihn noch niemand gehoben. Ja, eben. Was ist jetzt mit meinen Pulverfässern? Ich werde sie sofort an den Hafenkai bringen lassen, Sir. Sehr gut. Danke. Ich kauf sie sehen. Das geht auch ganz einfach. Zu meinen besten Zeiten haben mir die Weiber nach einem Raubzug... Hallo, schöner Mann. Kann ich etwas für dich tun? Ja, vielleicht. Lass hören. Wo kann ich in Antigua Vorräte kaufen? Eigentlich hat Admiral Alvarez befohlen, den Handel einzustellen. Eigentlich? Nun, jemand wie du findet bestimmt einen Weg, trotzdem an die Sachen heranzukommen. Auf Antigua bekommt man fast alles, was das Herz begehrt. Fast alles? Was soll das heißen? Richtig, was heißt das genau? Fast alles ist ein dehnbarer Begriff. Kommt darauf an, was du haben willst. Ich will alles haben. Was machst du den ganzen Tag? Ich halte die Jungs bei Laune, die vom Rum allein nicht glücklich werden. Und ich habe eine Menge Spaß dabei. Tatsächlich? Ja, schließlich kann ich auch mal mit den Jungs tanzen, saufen und feiern. Oder dieses andere mit F. Kannst du mir was beibringen? Ich könnte dir zeigen, wie du Leute um den Finger wickelst. Das ist cool. Wo gibt's hier was zu holen? Diese Information bekommst du nicht umsonst. 50 Gold. Und ich sag dir, was ich weiß. Sag mir, wo es was zu holen gibt. Ich habe gehört, dass Admiral Alvarez eine Schatzkarte gefunden haben soll. Die ist vielleicht noch im Haus der Kapitäne. Daneben sind der Friedhof und der alte Blutschwurplatz. Dort könntest du dich auch mal umsehen. Danke für die Tipps. Gerne, Schätzchen. Schätzelein. Bekommen wir hier auch was Anständiges zu trinken? 60 Euro. Wegen der Händler. Hier. Woher bekomme ich Proviant? Größere Mengen bekommst du im Hinterland von Antigua. Frag lieber Bill. Er kennt sich dort besser aus. Du findest ihn am hinteren Stadtausgang. Mhm. Zeig mir, wie ich überzeugender werde. An was hast du gedacht? Hast du für den Anfang ein paar Tipps für mich? Ach, herrje. Ich soll dir beibringen, wie du jemanden überredest? Normalerweise ziehe ich mir einen heißen Fummel an und mache demjenigen große Augen. Das können wir bei dir ja wohl vergessen. Einen Tipp wirst du für mich doch wohl haben. Na gut, also das Wichtigste ist, dass dein Gegenüber dir vertraut. Sobald er Angst hat, kannst du es vergessen. Werd's mir merken. Mhm. Kann ich das auch? Ich hab nicht genug Gold. Nö, hab leider zu wenig Kohle. Aber das ist eigentlich mal ganz geil. Gerissenheit macht uns doch ein bisschen stärker. So, Feuerwaffen, die müssen erhöht werden. Oh, geil, jetzt sind wir richtig groß. Auf Stufe 7, die Glückssiebeln. Wie bist du eigentlich so stark geworden? Und dann klauen. Such dir jemand anderen zum Reden. Nee. Jetzt. Ich bin frei, war hier nicht jemand Harvey? Ich bin frei, Beuter und will... nee, das ist doch alles hier wieder... Ja, ich weiß, dass du Freibeuter bist. Das hast du jetzt schon dreimal gesagt. Danke. Ey. Ich bring dir deine Pistole zurück. Nee, mach ich nicht. Mach ich nicht. Das ist mir zu teuer. Erstens. Und zweitens kriege ich dieses Game hier definitiv nicht hin.
Oder muss man das machen? Dann werde ich vermutlich mehrere Abende da sitzen. Mehr aus Tagarigua. Und jetzt kann man nicht mal mehr zu den eigenen Händlern. Ich habe aber auch schon eine ganze Menge gemacht eigentlich, ne? Ohne zu wissen, dass ich hätte machen sollen. So. Zeig mir deine Pistole. Sehr gern, mon Capitaine. Capitaine. So, eins. Sehr. Zeig mir deine Pistolen hier. Und nochmal. Jetzt haben wir sehr viel Munition dabei. Das ist schon gut. Kapermesser auch nochmal. Braucht doch kein Mensch hier. Schwachsinn. Speere, hier, kannst du alle haben. Expeditionsfindet. Man kriegt hinterher nochmal so wenig Geld, wenn man es wieder verkauft. Das ist ein bisschen doof. Ja. Ich bräuchte auch irgendwann mal eine neue Ausrüstung. Also hier. Ihr wisst schon. Ah, ich kratze mir gerade so hinterm Ohr und das ist gerade sehr gut. 11 Äxte weg. Guck mal, da haben wir ja wieder Geld. Die doppelläufige ist sie besser als meine. Aber die benutze ich ja auch nie, ne? Also das wäre ja eigentlich eine ziemlich dämliche Investition. So. Jetzt habe ich 503 Kugeln. Sollen wir es doch einmal versuchen? Ich will es. Ich schaff's zwar nicht, aber das ist egal. Haben wir irgendwo einen Indikator dafür, wo der wirft? Keine Ahnung. Ah! Nein! Das sah so gut aus. Vielleicht ein anderes Mal? Was heißt denn hier verloren? Das war sehr gut. Oh. Leck mich, ey. So, nochmal. Jetzt zieh ich mir mal den rechten Ärmel hoch und dann gucken wir mal. Ich sitze hier auch gerade sehr angespannt. Kannst du ein bisschen langsamer werfen? Ey, der war! Mann, schon wieder hier. Ich will jetzt schon aufhören. So. Vielleicht noch ein anderes Mal? Machen wir nochmal. Oh. Ich will noch eine Runde. Weil es so viel Spaß macht, hier 20 Mal ineinander zu spielen. Okay. Eins. Och, der Mann weiß ja auch nie, wo er wirft. Ah, der... Witzig. Gut, dass ich hierfür nicht bezahlen muss. Oh. Das wäre ja auch noch... So, nochmal. Gold mal. Man kann ja auch weiter rechts schießen, ne? Dann kann ich schon mal überlegen, von wo der kommt. Och, Mann, das wäre sowieso eine Kanonenkugel. Wie soll ich das denn treffen? Leider verloren. Wieder verloren. Wäre Ehre, kann ich Franzose. Oh. Ich kann dir auch gerne... Ich zeig dir die dritte Halbzeit. Ey, wenn das Gothic 1, 2 oder 3 wäre, ne? Dann würde ich ganz genau wissen, wie ich an meine Sachen komme. Schon wieder vergessen. Vielleicht ein anderes Mal? Ich weiß, vielleicht ein anderes Mal. Vielleicht habe ich dir einfach auf die Fresse. Kann ich dir die nicht einfach abkaufen für Geld? Nein, die Flaschen sind immer am schlimmsten. Das war... Oh Mann. Ich hasse es. Ja, komm Leute, das machen wir jetzt ein paar Mal häufiger. Ich bin so froh, dass man dafür kein Geld bezahlen muss. Ich bin so froh. Und wehe, ich werde da nicht angemessen entlohnt. Normal. Wenn der erste schon nichts wird, dann kann man eigentlich direkt neu anfangen. Ich will noch. Es geht los. Es geht los. Ich bin ein Franzose. Und das bei Gewitter auch noch. Da sind die Windverhältnisse doch ganz anders. Och komm. Nein. Nee. Jetzt. Nein! Oh, der letzte nicht getroffen, ey! Boah, ist das wieder ein Rotz! Oh. So, neue Runde. Das hier hat gerade was ganz laut gequietscht. Das waren meine Nerven. Oder die Säge an meinen Nerven. Ja, moin, der war doch. Ja?
Ach komm! Oh, leider verloren. Leider verloren. Ich bin ein scheiß Franzose. Oh. Ich finde, für 7 hättest du mir die auch geben können. Für 7 hättest du machen können. Kulanz. Pissgesicht, ey. Ja, dann wirf halt nach da oben. Oh. Meine Lernkurve ist auch... Oh, nee. Ja. Nochmal, oh, nochmal, nochmal. Oh, wieder oh. Verloren. Oh, oh, Monsieur. Oh, scheiße, Arschbecken. Ja, Merde. Noch. Vielleicht ein anderes Mal? Vielleicht ein anderes Mal? Nein. Ich will es jetzt machen. Ihr habt verloren. Ich will es jetzt schaffen. Das tut mir aber leid. Ich will noch eine Runde. Ich will noch eine Runde. Es geht los. So. Dann jetzt spielen wir eine neue Runde. Warte mal. Vielleicht ein anderes Mal? Ich muss ja nicht treffen, ne? Oh. Also ich muss nicht schießen. Es geht los. Er wirft so viel, wie er will, aber ich krieg dann ja kein Kreuz, wenn ich das einfach nicht abknall. Wenn ich dann merke, er wirft gerade blöd, kann ich den so zum Beispiel einfach fliegen lassen. So. Sind nach oben da, oder was? Junge. Nein. 8 von 10 ist wirklich zu viel. Ah, das ist ja so schlimmer als eine Lateinklausur. Fast. Das ist nicht schlimmer, aber es ist schon sehr schlimm. 1 2 0 Leck mich. Das wäre nicht so schlimm, wenn er kein Franzose wäre, ne? Huch! Was ist das denn? Will er mich hier verarschen oder was? Leider verloren. Nur weil ich einen Schießstand in die Luft gejagt habe, dann wirf halt keine Bombe, dann Affe. Elender Primat. Ah. Hm. Gott, bin ich sauer auf ihn. Ah. Ja! Unglaublich! Ja! Poh. Na, wie war das? Sacre bleu, das hätte ich nicht gedacht. Ich ziehe meinen Hut vor euch. Ja, dann... Hier, kann ich einfach so schießen? Nee, ich will erstmal speichern. Bleib stehen. Verkauf mir Wilsons Pistole. Nun gut, ihr mein Angebot. Bedenkt dabei, dass ich mich nur schwer davon trennen kann. Doch wie ich euch einschätze, werdet ihr euch das leisten können. 1000 Euro. Ich denke... Ganz 1000. Kannst du mir nicht einfach das mal gratis geben, weil ich ein geiler Typ bin oder so? Weil ich deine dreckige Prüfung bestanden habe? Schon mal darüber nachgedacht? Nö, ne? Über sowas denkt er ja nicht mehr. Das alles weg, so. Nun, verkauf sie mir. In Ordnung. Ich hole sie für euch. Sie liegt in meinem Lagerraum. Un moment. Hätte ich sie ihm auch einfach klauen können? So, hier ist sie. War mir ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen, mon Kapitän. Ohne Worte. Ohne Worte. Ich hätte die wahrscheinlich auch einfach klauen können. Ich hätte einfach in seinen Laden einsteigen können mit einem Dietrich oder mit einem ordentlichen Fußtritt seine Kiste öffnen können und dann einfach das rausholen. Ja, das hätte ich machen können. Aber was mache ich? Ich mache das natürlich nicht. Ich nehme wieder den langen Weg und mache mich selber zum Obst. Hier. Ich bring dir deine Pistole zurück. Ha, meinst du? Ich glaube nicht, dass Donovan sie dir freiwillig herausgibt. Schon gar nicht, wenn er hört, dass du sie mir bringen willst. Doch natürlich, nur dann. Hier. Hier ist deine Pistole. Frisch vom Büchsenmacher. Zeig her. Oh, mein Prachtstück ist endlich wieder da. Vielen Dank, mein Junge. Ich stehe tief in deiner Schuld. Ich weiß. Jetzt werde ich das gute Stück aber nicht mehr aus der Hand geben, das schwöre ich. So. Das hätten wir geschafft.
Hast du nichts zu tun? Nepper, Schlepper, Kistenschlepper. Was? Das ist doch voll Unsinn. Oh, wer ist denn da oben? Ist das kalt? Valentin hier? Ich schwöre dir, ey, wenn du ein bisschen Blödsinn machst, dann hau ich dir auf die Nase. Hey, Moment mal. Das ist hier wohl der Aufpasser. Du siehst nicht nach einem Kistenträger aus. Das Hinterland von Antigua ist gefährlich. Also pass auf, wo du hingehst. Ich komm dich nicht retten. Ja. Glaube ich nicht, du siehst ziemlich hilfsbereit aus. Nee, ich will den nicht mitnehmen. Ich war schon im Hinterland. Na, dann hast du Glück gehabt, dass du nicht gefressen wurdest. Wenn du einen Spaziergang machen willst, geh lieber über den Blutschwurplatz. Blutschwurplatz? Kennst du dich auf Antigua aus? Natürlich. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Aber es wird zunehmend gefährlicher. In letzter Zeit kommen immer mehr Monster an Land, die jeden angreifen, der ihnen im Weg steht. Der Kerl meint Maras Viehzeug. Ich muss höllisch aufpassen, dass nicht mal eins in die Stadt kommt. Früher gab es wesentlich entspanntere Zeiten. Oh. Erzähl mir was über das Hinterland. Etwas weiter hier geradeaus gibt es eine Quelle, an der die Wasserträger arbeiten. Am Oststrand fischen die Fischer. Am Weststrand hält der alte Mac nach Schiffen Ausschau. Und sonst gibt es hier und da ein paar Höhlen, Pflanzen und Viecher. Verstehe. Ist dir nie langweilig? Nein. Irgendwas gibt's hier immer zu tun. Und wenn nicht, dann genieße ich einfach die Sonne Antiguas. Ui. Was kann es Besseres geben? Auf Kaperfahrt gehen? Warum? Auf Antigua kriegst du, was du willst. Und zurzeit habe ich auch genug zu tun. Ich bin froh, dass der Admiral mir diesen Posten gegeben hat. Ich brauche Sonne, Rum und meine Ruhe. Sonst nix. Was ist denn eigentlich dieser Blutschwurplatz? Er ist direkt neben dem Haus der Kapitäne. Früher wurde dort die Aufnahme neuer Piratenkapitäne gefeiert. Piraten, die sich dem Kodex widersetzten, wurden dort auch entehrt. Eine Entehrung endete vor unserer Zeit nicht selten mit dem Tod. Heute ist der Platz allerdings verwildert und dient den Jungs, um ihren Rausch auszuschlafen. Okay. Was meinst du, warum diese Viecher hierher kommen? Man sagt sich, wir seien alle verflucht. Offenbar haben ein paar Piratenkapitäne irgendwo einen fiesen schlafenden Hund geweckt. Ich habe schon ein paar richtig ungemütliche Kreaturen gesehen, das kannst du mir glauben. Und sie kommen immer zu den Menschen. Als wenn sie genau wüssten, dass wir ihre Feinde sind. Gruselig, sag ich dir. Natürlich, wer denn sonst? Kannst du mir denn zeigen, wie man kämpft? Sicher, wenn du Gold hast. Gold? Du kriegst kein Gold von mir. Zeig mir, wie man kämpft. Was willst du wissen? Du Penner. Konterattacke, schwere Konterattacke. Wie wäre ich schnell besser mit dem Säbel? Wieso kenne ich das noch nicht? Ich habe nicht genug Gold. Wieso kann ich das noch nicht? Das muss ich lernen. Ich habe aber nicht genug Geld. Wie lösen wir denn das Problemchen? Wir gehen, glaube ich, nochmal zu Jean-Luc Piesquier und dann werden wir ihm mal erzählen, wie das läuft hier. Oder wir rauben ihn einfach aus. Klauen ihm seine Bananen. Und dann verkaufen wir ihm seine Bananen, die wir ihm geklaut haben. Uiuiui. Weil er nämlich Hunger hat. Und dann merkt er, der hat da irgendwie seinen Namen drauf gemalt und sieht dann, das ist seine eigene Banane. Und dann wird er sauer. Dann wird er richtig sauer. Aber auch zu Recht. Hier. Bring. Ich will nichts beigebracht kriegen. Ich will handeln. Zeig. Zeig mir, was du anzubieten hast. Ja, sehr viel, offenbar. Guter Mann. Okay. Dann läuft das vermutlich jetzt darauf hinaus, dass ich hier die ganzen Muscheln öffnen muss. So. Geschafft. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Alle leer, was kommt raus? Verlasse die. Ein Lehrer im Gymnasium. Wo ist er? Da. Viermal. 573 haben wir dadurch. Verlasse dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist ebenso. Ich find's gut, dass sich einige Sprüche bis hierher durchgesetzt haben. Ja. Wie oft habe ich euch Pennern gesagt? Rennt nicht durch meine Hütte!
Hallo, zeig mir, wie man kämpft. Zeig mir, wie man kämpft. Was willst du wissen? Hier, das hier. Wie werde ich schnell besser mit dem Säbel? Du brauchst mehr Stabilität im Handgelenk. Die Kraft kommt aus dem Arm. Wenn du mit voller Wucht zuschlagen willst, musst du den Säbel fester halten. Arm, Handgelenk und Säbel müssen eine Einheit bilden. Ansonsten wird das nichts. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Denn nicht. Hier. Dir entgeht bestimmt nichts hier draußen, oder? Worauf du dich verlassen kannst. Derjenige, der an mir unbemerkt vorbeikommt, muss erst noch geboren werden. Na dann. Ah, ihn in ein Gespräch verwickeln und dann berauben. So machen wir das also.